So, wir haben auch schon den ersten Interviewgast hier und ich habe mich gewundert, dass ich den Herbert Stenger jetzt hier sehe beim Rallycross. Herbert Stenger, was kann man denn alles so fahren? Naja, wir haben vom Berg etwas genug gehabt. Also die Konkurrenz hat mich ein bisschen ausbremsen wollen. Deshalb haben wir uns ein neues Betätigungsfeld gesucht. Und letztes Jahr bin ich zum ersten Mal hier in Gründau gefahren. Und es hat Spaß gemacht bis zum Finale. Ich hatte alle Quali-Läufe gewonnen, erste Mal am Start. Der neue Meister war schon gekürt, aber im Finale hat er sich das nicht gefallen lassen. Aber das war der Anstoß dazu, dass der Günter Wissel, dem das Fahrzeug ja gehört, ja, ist verwandt mit uns und da war das also relativ leicht, gesagt hat, Herbert, du fährst die nächste Saison Rallycross. Ich sage, ja, es wird ein bisschen schwierig, wir haben nämlich schon gebucht für VLN am Nürburgring und da wollen wir die ganze Meisterschaft fahren. Allerdings mussten wir ein neues Auto erst bauen, das braucht ein bisschen Zeit, wir haben viel getestet, aber es war nicht so der Start, den wir uns vermutet haben. Also es ist viel schwieriger und man muss also sehr viel tun an so einem M3 und da hat sich das angeboten und jetzt bin ich zum zweiten Mal hier und es macht nicht nur Spaß, sondern es bringt auch viel Laune und vor allen Dingen Gäste mit und die Sponsoren freuen sich, dass das hier in der Region eine Veranstaltung hat, die man besuchen kann und wo man uns mal wirklich wieder beim Fahren sehen kann. Ne? Also jetzt frage ich noch mal was. Also wenn man so ein alter Berghase ist und da ich glaube, alle Berge Europas schon bezwungen hat und da überall auch schon noch ein bisschen höher auf dem Treppchen gestanden hat, das ist ja eine Veranstaltung, eine Motorsportsparte, wo man alleine fährt, wo man nur mit dem Berg und der Straße kämpft. Hier hat man nicht nur Straße, hier hat man auch noch eine Menge Gegner. Muss man sich da umstellen? Ich hatte ja schon leichte Erfahrung von zwei Jahren zum ersten Mal mit dem V2 auf dem Nürburgring und da musste ich mich umstellen. Da habe ich große Spiegel montieren lassen, weil die Aufmerksamkeit hier geteilt wurde. Nicht nur auf die Straße, sondern wie gesagt auf die Spiegel, die Gegner. Und wenn man mit so einem langsamen Auto anfängt, dann bekommt man ein Gefühl dafür, wo jetzt einer kommt, wie man sich verhalten muss, wo man blinken muss, ob das reicht und so weiter. Und jetzt mit dem M3 geht es natürlich leichter, da werden wir nicht mehr so oft wieder überholt. Ja. Man kann mehr überholen. Und hier muss man natürlich schnell sein, der Start ist die halbe Miete. Wer vorne ist, braucht eigentlich nicht mehr in den Spiegel schauen, ja. Der hat keine Gegner vor sich. Und das will ich also fortführend so beherzigen, dass das also wie jetzt im zweiten Quali-Lauf, dass ich also vorne wegfahren kann und habe eigentlich nicht das Verlangen, in die Spiegel zu schauen. Wir haben eben schon mal kurz das Thema Leistung angesprochen. So ein Bergrenner mit, was sind das, 3 Liter, 3,5 Liter BMW-Reihe und hier jetzt der Ford Focus Allrad, der hat sicherlich so seine 450 plus, oder? Plus 100, also 550 hat er schon. Ich bin es ja gewohnt von dem Capri, der Capri Turbo hat auch so 550 PS, war natürlich nicht zu vergleichen mit so einem Fahrzeug. Der alte Turbo, der geht ja erst los, wenn du draufgetreten hast, dann kommt eine Sekunde nichts und dann kommt hammerartig und so ist es, so nimmt er das auch weg. Aber es macht Spaß mit so einer Leistung, da hast du was Reserve, da kannst du aus der Ecke raus natürlich noch ein bisschen forcieren. Das konnten wir mit dem V2 natürlich nicht, aber hier mit diesem Fokus ist es auch möglich. Allerdings die Abstimmung macht uns noch ein bisschen Probleme, das ist ja ein älterer Fokus und wir müssen die ganze Kunst aufbieten, das Ding auf der Straße zu halten. Die ganze Kunst und strahlt dabei, weil er weiß, ich habe wieder eine neue Aufgabe. Vielleicht können wir mal runter zum Vorstart da mal schauen. Da ist der René Mandl, Herbert Stenger. Das ist auch einer, der wächst nach. Und er scheint die gleichen Gene zu haben. Ja, er fiebert dem Opa nach. Und er war ja lange Jahre oder er ist immer dabei. Und jetzt im eigenen Team, beziehungsweise mit diesem Peterskart, ist das natürlich schon eine andere Sache wie früher mit dem Crosskart mit 32 PS, ungefähr gleich schwer. Jetzt haben die bis zu 150 PS mit 300 Kilo. Das kommt an die Zeiten heran, die wir fahren. Und da muss man schon fit sein und da muss man natürlich auch ständig an sich arbeiten, denn die Gegner sind aus Frankreich genauso schnell oder schneller noch. Die haben mehr Vorteile, mehr Freiheiten mit diesem Fahrzeug und die fahren natürlich auch sehr oft und öfter wie bei uns. Und deshalb muss er sich anstrengen und er macht es ganz gut und er scheut sich nicht vor den Gegnern. Wenn sie zu 10 auf der Gasse sind, versucht er trotzdem ganz vorne zu sein, denn fahren kann er, das hat er beim Opa abgeschaut und wir haben uns gegenseitig immer ermuntert und er will natürlich das nachmachen, was ich ihm... Ist denn das so? Hat er schon so einen gewissen Stolz?
Oder kommt der dann auch und sagt mal, Opa, hier, Mensch, lass uns mal reden. Ja, er sagt natürlich, war das gut? Und wir haben wenig gefahren. Ich muss ihn natürlich loben, ganz klar, weil er wirklich das Beste aus dem Fahrzeug rausholt und schaut sich das genau ab und wir erklären uns auch. Ich sage ihm dann, wie es gefahren wird und er hat sich das immer genau angeschaut. Deshalb hat er auch gewisse Vorteile gegenüber den anderen. Ja. Und er hat es schon mit dem Crosscard gezeigt, dass er es so um die Ohren fahren kann. Und das hat er vorneweg bei der Meisterschaft 07 hat er im Finale gesagt, Opa, du kannst mir wieder das Gas aufdrehen. Ich habe gemerkt, dass du mich gebremst hast. Aber jetzt im Finale. Da werde ich sie alle überrunden und bis auf einen hat er es geschafft. Das ist natürlich so die Überzeugung und vor allen Dingen er ist selbstsicher. Ja, ich denke, das bringt einem jungen Menschen auch was, wenn er merkt, es gibt ein Feld. Jetzt mal Hand aufs Herz. Was sagt denn die Familie? Was sagt denn die Oma und alle? Schon wieder einer. Hört das denn nie auf? Na gut, das kann nicht aufhören, denn wir haben so eine Palette von Fahrzeugen. In allen Kategorien sind wir irgendwo vertreten. Die Christina, die Tochter, hat ja auch gefahren. Geht leider jetzt wegen den Geschäften nicht mehr. Es ist ja auch nicht so, dass wir im Geschäft weniger gemacht haben. Ich habe 50 Leute beschäftigt und habe 6 Filialen. Auch das geht. Aber der Motorsport ist irgendwo jeden Tag vor Ort. Jeden Tag dabei, jeden Tag ganz nah dran. Hält Motorsport jung? Ja, man sieht es doch, oder? Ja, na klar, Kompliment. Also wir haben eben schon drüber gesprochen. Ein Herbert Stenger muss vielleicht auch ein bisschen mehr tun als der René, oder? Und ich habe einen Arzt. Der würde mir sicherlich keinen Stempel mehr verpassen, wenn er meine Leistungskurve sinken sieht. Die muss immer noch steigen und ich muss ja doppelt so viel machen wie junge Leute oder wie der Alex. Aber es macht mir Spaß, auch in dieser Leistungskategorie denen noch ein bisschen vorzumachen. Denn auch vom Radfahren her bin ich nicht gewohnt, hinterher zu fahren. Das kann man nicht ablegen. Zum Abschluss. Ja, Herbert Stenger hat jetzt gerade Blut geleckt. Wir haben eben auch ein bisschen über die Berg-Europameisterschaft geredet. Wir haben geredet über VLN, 24-Stunden-Rennen, Nürburgring. Wo werden wir den Herbert Stenger denn im Laufe des Jahres 2009, 2010 so sehen? Autocross fehlt noch. Ja, Autocross ist mir ein bisschen zu schmutzig, aber ich will es nicht herunterspielen. Das ist natürlich kein richtiges Rallycross, denn da gehört ein bisschen Schotter dazu und ich habe es in Buxtehude gesehen oder in Oschersleben. Das macht auch sehr viel Spaß. Allerdings möchte ich gern Günter Wissel so noch zum Abschluss einen Titel schenken und deshalb werde ich sicherlich nächstes Jahr weitermachen. Alles klar, bis dahin vielen Dank. Ich drücke die Daumen und wir werden sicher öfter mal die Chance haben, oder? Keine Frage. Okay, danke. Dankeschön, Werner.